Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Feuergrün. Wir müssen diesen komischen Professor holen, der irgendwie vollkommen plemplem ist. Nee, hier war. Wir müssen irgendwie hoch. Der Plemplem ist. Na! Ach, das ist. Ey, jetzt echt doof. Ich wusste, dass diese Stelle kommt. Und nein. Ich soll auch eigentlich nur runterrennen. Wieder hochrennen. Kann ich recht alles schnell machen. Aber diese Stelle, genau die ist mies. Wir gehen hier runter einfach mal. Besser. Sieh nur, mein Gott, Pokémon, das ist nicht Estus, das ist ein Kappador. Nein, die Art, wie er sich bewegt, hilflos auf und ab, es ist graziös und göttlich. Kappador ist das Gott-Pokémon, definitiv. Ja, ist schon recht. Das war das. Nein, ein Kappador, dieses Ding hat es zermatscht. Wow, das nenne ich mal ein Gott-Pokémon. Jetzt muss ich ein neues suchen. Nee, du kommst erstmal mit mir zur Arena. Nein, nicht zu ihr. Sie ist böse. Sie mag keine Kappadas, nur Garados. Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nie. Du willst entkommen, das hier ist eine Sackgasse. Ich drehe die Zeit zurück, sodass die Meteoriten nicht hinunterfallen, sondern hochfliegt. Nee, bitte was? Bei der Macht des Kappados. Was zum... Naja, der ist wohl fürs erste Weg. Ich glaube, ich hole mir erstmal den nächsten Orden. Oh, ich hab doch schon den Orden. Und hier holen wir uns erstmal den Pokéball. Ja, ich habe mit... Schon wieder ein Meteorit gefunden, geil. Nee. Jetzt muss ich nach oben gehen. Ach ja. Ist man ja hier in einer alten Villa. Stimmt hier. Mit den Pac-Man. Mit dem Pac-Man-Spiel. Hier war es uns so. Ah. Seid voll desinteressiert. Ich bin desinteressiert an euch. Sonderbarung. Ich bin immer noch nicht interessiert an euch. Boah. Muss ich wirklich jetzt Schutz aktivieren? Okay, es sind nur noch ein paar Schritte. Okay. Ich hab doch... Wo kann der Typ denn jetzt nur hin sein? Das ist doch... Du willst ihn lieb, dann versuch nur die Schalter ganz links und den rechten zu aktivieren. Okay. Okay. Ich geh ein paar Cent zurück, gib mir... Ne, AWP. So gut bin ich auch wieder nicht, dass ich das weiß. Ja, natürlich. Wasser-Pokémon. Wie soll es denn sonst sein? Schlitz. Gift hier. Ey, müssen mich die Pokémon hier immer vergiften. Besonders immer diese Tintoxas. Die Blutschleife hätte eigentlich früher kommen müssen. Los, Smetbo, du bist an der Reihe. Sie ist Smetbo auch gleich vergiftet. Oh, nein, was für ein Wunder. Wie Senior, nein. Wie Senior, Katzvogel, zing. Zing, zing. Zing, zing. Endlich, zieh, strahl, zing. Na. Vielleicht zieht Windstoß, also, nee, Windstoß zieht, glaube ich, weniger ab. Yep. Ach Gott.
Das ist der erste Trainer. Aquavel und... Warum kann nur Turtok was? Die ganzen anderen Viecher sind... Ah! Oh. Das regt doch auf. Aquavelle. Ah ja. Wie Senior. Gegen die hätte die Texo doch kämpfen können, aber nee. Bloß nicht. Das, ah. Jetzt muss ich schon wieder beim Pokémon Center hingehen. Nee, ach da. Ich wollte schon sagen, dass ich es vergessen habe, was ist. Zumindest weiß ich, dass die Arena-Leiterin Gyarados hat. Ja, zumindest beim Scheißgeschäft. Das ist wahrscheinlich eine Gesteinsbrücke. Ist dir schon mal aufgefallen, dass kleine Steine wie ein kleiner Stein aussieht? Nee. Ist mir im Leben noch nicht aufgefallen. Und dann hast du noch einen Georock. Zertrümmerer. Zertrümmeres! Oh. Los, zeig, was du drauf hast. Dieser Flor. Oh, er hat den. Oh. Ja. Na. Voll nichts gegen. Oh, nö, nö, nö. Ich habe nie was gegen. Los. Ich kämpfe weiter. Blättertons. Sehr effektiv. Es ist ein Tod. No, Geowatz. Blättertant. Wo ich habe die Pokémon ein bisschen stark gelevelt. Muss ich schon sagen. Nochmal Blättertant. Hat das was zu bedeuten? Oh, nee. An den ganz rechten. Oh, ne. Verstehe ich den Schalterrätsel nicht mehr. Ach. Okay. Schalter bleiben ja so. Das finde ich eigentlich gut gemacht. Dass man das Rätsel nicht jedes Mal wieder von vorne lösen kann. Das erinnert mich immer an. Welche Arena war das nochmal, wo man das Rätsel immer wieder neu lösen musste, wo du immer rausgegangen bist? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Elektro-Arena in Kanto war. Das Rätsel war da so Ratespiel, boah, das war echt doof. Vielleicht davon. Oh, nee. Ich gehe da. Das Professor hat schon gefunden, ja, aber er ist davon geflogen. Von geflogen, wie soll das denn bitte gehen? Ich habe selbst nicht ganz verstanden. Ach ja, na gut, solange er nicht irgendwo in der Stadt sein Unwesen treibt, soll mir recht sein. Können wir jetzt endlich kämpfen? Na, natürlich, mal sehen, wie lange du durchhältst. Ich habe ein extrem seltenes Pokémon aus dem Silberwald. Perfekt, Metagross, Feuerzahn. Ja, sehr viel. Ja, geht. Los, Feuerzahn. Ja, wie. Metagross sieht eigentlich richtig cool aus. Schneepika. Das ist Elektroeis. Ah, dann Schutzschild. Ah, Feuerzahn. Bam, das ist sehr effektiv. Oh Gott, das wird ein schwieriger Kampf, ein Gegner wie das sein. Wow. Und dann. Ich bin ein Flug-Pokémon. Eiszahn, ouch. Okay, dann versuchen wir das genauso wie beim letzten Arena-Leiter. Edelsong! Blättertons! Drachenwut, out! Blättertons! Da, bis auf der Reich, level up! Oh, Celebi! Oh! Zusammengepflückt! Los, Glutexo! Celebi. Tja, bewegt sich nicht. Die Texte wurde verwirrt.
Bam, trotzdem. Das scheint nicht zu dem. Feuerzahn, ja. Scheint nicht zu nehmen. Ja, das scheint nicht zu dem. Geil. Das ist genial gemacht. Totes Celebi. Celebi fällt auseinander. Bewegt sich nicht. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ja, langsam wurde vergiftet. Verwelkt ihr. Verwelkt, langsam wurde vergiftet. Feuerzahn. Wurde vergiftet. Feuerzahn. Mann. Wurde verwirrt. Autsch. Ich will aber, dass du Texas Viech kalt macht. Super Trank. Los, Feuerzahn. Yeah. Wieso konntest du Selby so einfach besiegen? Naja, es war schon tot, von daher. Tod, wie meinst du das? Du hast mit einer Leiche gekämpft. Okay, das erklärt so einiges. Kriege ich jetzt meinen Orden? Ach ja, das stimmt. Hier bitte sehr. Leichenorden, vielen Erfolg auf deiner Reise. Danke. Dann können wir auch wieder weg hier. Dann können wir nach Frostbeulen City. Oder? Erstmal heilen. Und Toto, glaube ich, auch wieder vorlassen. Wenn wir den Zertrümmerer felsen, der sich erst mit zwei Ohren zertrümmern lässt, zertrümmern. Ach. Das hat die Höhle. Kann ich jetzt. So, jetzt bist du fake. Ich hab das von. Aber hast du auch schon zwei Orden, die benötigst du, um die Attacke außerhalb des Kampfes einzusetzen? Ja, die habe ich. Aber selbst wenn nicht, würde ich das nicht daran hindern, dich zu zertrümmern. Ich kann schließlich auch Surfer und Zerschneider einsetzen. Boah, du verdammter Cheater, ich zeig dich an. Ja. Und? Du bist aber tot. Hyperheiler. Ach, nicht schon so wieder sowas. Kommt mir schon sehr bekannt vor, der Ort. Da, Item. Findsonderbogen. Schön eigentlich. Kann ich, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, nutzen. Um ein Zaubertortok weiterzubringen. Oh. Ich erhöhe um 100. Du bluffst doch nur. Hey. Seid ihr dafür zuständig, dass aus diesen Gefließen Säulen so warm sind? Nee, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin bloß hier mit Gordon zu pokern. Gordon, bist du dafür zuständig? Jo, das ist mein Job. Dann mach deinen Job mal besser. Die Säulen sind jetzt nämlich nicht mehr heiß. Genau, um den ganzen Gipfel zu wärmen. Nee, ich habe gerade frei. Ich spiele erstmal mit Aces eine Runde fertig. Es ist, ich töte dich, verdammtes Pseudo-Gott. Der Kavalier wird dich vernichten und dann ist der einzig wahre Gott. Gott, nein. Los, Kavalier. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du wagst es, Gott herauszufallen und das mit deinem Kavalier. Die Zeitmaschine hat mir gezeigt, die Meteoren sind schuld. Ich habe sie gesehen. Deine Schwachstelle. Los, Kavalier, platsche. Ah! Nein, er hat ihn wirklich gefunden. Den Zweck der Attacke Blutscher. Ach ja, Blutscher dient dazu, Götter zu vernichten. Und nun bin ich der mächtigste Mensch der Welt. Naja, streng genommen nicht. Alles, was du hast, ist weiterhin ein Kapador. Sein Blutscher bringt nur bei Aces etwas. Du kannst du ihn wagen, seine Macht in Frage zu stellen. Du Blutsch-immunes Wesen.
Es ist komplett durch, ich helfe dir. Wie lange hätte ich das nicht durchgehalten? Egon, kümmere dich gefälligst um die Säulen. Ansonsten hätte ich den Kapitän-Typen wieder auf Aces. Das ist ein Erpressen, aber ich mach's. Ihr beiden könnt trotzdem noch weiter zocken. Ich weiß genau, dass du ihn geblufft hast. Du machst jetzt deinen Job auch wieder vernünftig. Ich auch hoffen. Lass uns in Ruhe pokern. Warte du ab, bis ich deinen Chef hier hole. Wenn hier bloß nicht die Säulen, ja? Ich weiß schon, wo dein Chef ist. Dann kriegst du hier völlig einen auf die Fresse. Dann los. Ach, diese langen Gänge. Wir gucken erstmal in die Stadt. Wo Gordon seinen Kack-Job macht. Lopper nur blufft. Wow. Cool. Gut. Ach, komm, muss die perfekte Stellung jetzt oft sein. Wenn euch der Part gefallen hat, gut bewerten, gut kommentieren, vielleicht auch abonnieren. Und wir sehen uns in einer neuen Folge von Pokémon Falco und bis dahin. Tschüss.